Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Ich freue mich wieder mit euch zusammen das Wort Gottes anzuschauen. Wir haben es schon gehört, es wird heute wieder ein alttestamentlicher Text sein. Mit euch darin Jesus Christus zu entdecken, von seiner Schönheit zu sehen und von ihm zu lernen. Unser Text wird sein in 2. Mose 26, die ersten 14 Verse. Ich möchte uns lesen, dann möchte ich beten und dann möchte ich hineinsteigen. Da sagt das Wort Gottes, und die Wohnung sollst du aus 10 Zeltbahnen machen. Also die Wohnung ist die Stiftshütte, wo wir die letzten Male auch schon unterwegs waren, wo ich da war. Und diese Wohnung soll aus 10 Zeltbahnen sein. Es geht also um die Decken, die über die Stiftshütte gelegt werden. Aus gezwirnten Leinen und Garnen von blauen und rotem Purpur und Karmesin und Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Die Länge einer Zeltbahn soll 28 Ellen sein und die Breite 4 Ellen. Die Zeltbahnen sollen ein Maß haben. 5 Zeltbahnen sollen aus einem Garn, aus einem Ganzen zusammengefügt sein, eine an die andere und wieder 5 Zeltbahnen, eine an die andere. Und fertige Schleifen aus blauem Purpur an, am Saum der einzelnen Zeltbahnen, bei der Verbindungsstelle, und ebenso sollst du es am Saum der äußeren Zeltbahn machen, bei der anderen Verbindungsstelle. Und du sollst 50 Schleifen am Ende der einen Zeltbahn machen und 50 Schleifen am äußeren Ende der anderen Zeltbahn, bei der anderen Verbindungsstelle. Von den Schleifen sollst du, die sollen je einer der anderen gegenüberstehen. Und du sollst 50 goldene Klammern herstellen und mit ihnen die Zeltbahn zusammenfügen, eine an die andere, damit die Wohnung ein Ganzes wird. Du sollst auch Zeltbahnen aus Ziegenhaar machen. Als Zeltdach für die Wohnung 11 solcher Zeltbahnen sollst du herstellen. Die Länge der einen Zeltbahn soll 30 Ellen sein, die Breite aber 4 Ellen. Und alle 11 Zeltbahnen sollen ein Maß haben. Füge 5 solcher Zeltbahnen für sich aneinander und 6 solcher Zeltbahnen auch für sich. Lege die 6. Zeltbahn doppelt an der Vorderseite des Zeltes. Und du sollst 50 Schleifen machen am Saum der einen, der äußeren Zeltbahn, an der Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der anderen Zeltbahn, an der zweiten Verbindungsstelle. Und du sollst 50 eherne Klammern anfertigen und Klammern aus Schleifen, Klammern an die Schleifen stecken, dass die Zeltbahn zusammengefügt werden, damit sie ein Ganzes wird. Aber von dem Überhang, der an der Zeltbahn des Zeltes, der überflüssig ist, soll eine halbe Zeltbahn an der Rückseite der Wohnung überhängen. Von dem Überschuss an der Länge der Zeltbahn des Zeltes soll eine Elle auf dieser und eine Elle auf der anderen Seite überhängen, an beiden Seiten der Wohnung, um sie auf die beiden Seiten zu bedecken. Und fertige für das Zeltdach eine Decke aus rötlichem Widderfell an und noch eine Decke aus Seekuhfellen darüber. Nicht der einfache Text. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich nehme eine gute Nachricht-Bibel mit, um das daraus vorzulesen. Ich habe sie leider daheim liegen lassen. Aber dass dieser Text nicht nur viele Zahlen und viele Maßangaben und so sind, das möchten wir uns heute anschauen, da hineinschauen und schauen, was diese ganzen Angaben mit dem Herrn Jesus zu tun haben, was sie uns vom Evangelium von Jesus Christus sagen. Und dass wir diesen Text verstehen können, möchte ich nochmal beten. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, dazu aufstehen. Und wir wollen dem Herrn Jesus danken, dass er uns seinen Geist gibt zum Erklären. Ja, Vater, jetzt haben wir einen Text von uns, den du uns gegeben hast, dass wir ihn verstehen sollen. Und doch ist dieser Text so beim flüchtigen ersten Lesen noch so vieles noch unverständlich. Und schon gar nicht wird uns gleich klar, was da um den Herrn Jesus gehen soll. Aber da wissen wir doch, dass es um ihn geht. Und so bitten wir dich und danken dir, dass du deinen Geist gegeben hast, der uns jetzt erklärt, dass du den Text uns erklären möchtest heute, dass wir darin erstärkt, ermutigt, ermahnt werden. Danke, Herr Jesus, für deinen Geist, der in dieser Welt ist, der diesen Text uns aufschließen wird und
Danke, dass du darin Freude an dir wirkst. Amen. Was ist eine Zeltbahn? Was für eine Funktion hat sie? Wie finden wir das raus? Es geht jetzt hier offensichtlich nicht mehr um einzelne Gegenstände, wie wir es uns angeschaut haben, um die Bundeslade oder um den Schaubrottisch oder um den Leuchter, sondern jetzt geht es um das Zelt als Ganzes an sich. Was hat ein Zelt für eine Funktion? Was würdet ihr sagen? Schützende, ich habe es nicht genau gesehen, wer es war. Genau, da gibt es eine Schutzfunktion. Noch was? So, ein Zelt kann man auf Wanderschaften mitnehmen, wäre noch sowas. Das Haus hier, wenn wir da umziehen wollen, wird schwierig. Das wäre eine Möglichkeit, genau. Wir könnten, um rauszufinden, was ein Zelt für eine Funktion hat, könnten wir überlegen, was hat ein Zelt heute bei uns für Funktion und könnten unsere eigenen Gedanken da hineinlegen in den Text. Wir könnten auch ein Lexikon oder sowas lesen. Oder aber, und das ist die Art und Weise, wie ich rangehen möchte, wir können schauen, was hat die Stiftshütte in der Bibel für einen Text. Gibt es vielleicht einen Ausleger in der Schrift selber, der uns sagt, die Bibel hat die Stiftshütte hat die und die Aufgabe. Und ich kann euch verraten, es gibt tatsächlich solche. Einer davon heißt Jesaja, ein anderer heißt Jesus Christus, ein wieder anderer heißt Johannes, ist Apostel. Und das wäre mein Vorschlag, dass wir von der Schrift her suchen, wie wird die Stiftshütte uns erklärt. Ich möchte dieses Mal diesen Punkt am Anfang ein bisschen ausführlicher machen, weil in letzter Zeit immer wieder Leute auf mich zugekommen sind und sagen, Ruben, so wie du die Stiftshütte erklärst, das ist ja rein willkürlich. Du legst ja da einfach hinein, was dir passt und was du denkst, was passen könnte. Ja, man kann das mir unterstellen und ich möchte es dieses Mal zeigen, dass ich, wie ich in der Vorbereitung vorgehe, und von der Schrift her erarbeite, was die Bedeutung ist. Das hat zum einen den Aspekt, ich untermauere das und lege ein gutes Fundament von der Schrift her. Zum anderen hat es aber auch diesen Effekt, dass ihr, wenn ihr zu Hause einen Text irgendwas habt und weit über die Stiftung hinaus, überall, kriegt ihr damit ein Werkzeug an die Hand, wie ihr selber die Bibel lesen könnt. Genau. Also Ziel wird sein, jetzt von der Bibel her zu erklären, was ist die Funktion der Stiftshütte. Und dazu möchte ich ein paar Stellen aufschlagen. Jesaja 4 wird die erste sein, die wir dazu lesen wollen. Da greift Jesaja das Bild der Stiftshütte nochmal auf. In einer Vision, in der Prophetie. Ich denke, er spricht von Neuen Jerusalem. Und erklärt uns in diesem Zusammenhang die Stiftshütte. Ich möchte Jesaja 4, Vers 5 lesen. Dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seiner Versammlung bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz seiner Feuerflamme bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Zunächst mal, warum spricht er von der Stiftshütte? Er spricht von der Wohnung. Und Wohnung ist der Begriff, den haben wir gerade schon oft gelesen. In 2. Mose 26 kommt dieser Begriff Wohnung 16 Mal für die Stiftshütte vor. Also Gott identifiziert die Stiftshütte als Wohnung. Weiter haben wir die Schechina, das ist die Feuersäule, die hier steht, und die Rauchsäule, hat dort bei der Stiftshütte gewohnt. Und jetzt sagt er, wird dort ein Schutzdach sein. Das heißt, wir sehen, die Schrift legt dieses Zelt gar nicht anders aus, wie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wie es jemand hier schon gesagt hat. Genau, das Schutzdach. Die Schrift hat ein sehr ähnliches Bild von der Stiftshütte, wie wir selber auch haben. Hier aber haben wir einen Ausleger von der Schrift. Ich möchte eine zweite Stelle lesen, und zwar in Offenbarung 7, eine ähnliche Prophetie, der das noch ein bisschen weiter ausmalt. Und zwar Offenbarung 7, Vers 15 und bis 17 möchte ich da lesen. Er spricht auch hier schon im Vorab vom neuen Jerusalem. Wir werden es am Schluss bei Vers 17 sehen. Und da spricht er eben wieder von einem Zelt, von einem Tempel Gottes. Vers 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und es wird erklärt, und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht mehr treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich denke, dass das
von der Vollendung spricht, weil dieser Vers, Vers 17, wird in Offenbarung 21 genau nochmal so erwähnt. Und hier lesen wir, das Volk Gottes, Gott wird sein Zelt über dem Volk Gottes aufspannen und es wird ein Schutz sein, nämlich vor der Hitze und vor der Sonne. Das können wir uns gut vorstellen. Aber die Stiftshütte ist noch mehr Schutz, nämlich vor Hunger und vor Durst. So sind unsere Zelte nicht, oder? Ja, unsere Zelte sind auch schwach und sind irdisch. Dieses Zelt, das ist aber im Himmel und ist viel, viel herrlicher und bietet deswegen einen viel, viel besseren Schutz. Also die Zelt, so sagt es Johannes hier in der Offenbarung, das Zelt ist ein Schutz für das Volk Gottes, das darin lebt. Eine dritte Stelle aus Johannes 1, Vers 14, wo der Herr Jesus beschrieben wird, als er auf die Welt kommt und das sagt das Wort Gottes, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, so ist überschlecht Schlachter, so übersetzt auch Luther. Wir können aber übersetzen, und das wäre wörtlich, und zeltete unter uns. Das Wort Gottes zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als einer eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus wird als dieses Zelt beschrieben, als dieses Zelt, das die Stiftshütte überspannt, als diese Plan da oben drauf. Andreas, willst du mal das Bild einblenden? Ich habe ein Bild mitgebracht von der Stiftshütte. Dann können wir uns das vor Augen malen. Genau das ist das Detailbild, wenn wir das andere nehmen. Sonst lässt das passt auch. Also hier sehen wir einen Ausschnitt von der Stiftshütte und diese Zeltbahn, die da drüber liegen. Und der Herr Jesus sagt, ich bin quasi, diese Zeltbahn sind ein Bild auf mich. Ich bin die eigentliche Erfüllung von diesem Zeltplan. Nämlich der Herr Jesus sagt, ich bin der Schutz für die, die da drin wohnen im Tempel. So betet er auch ein paar Kapitel weiter und sagt, Gott, ich habe die meinen bewahrt. Da meint er mit 12 Apostel, außer Judas. Ich habe die bewahrt. Und jetzt aber gehe ich ans Kreuz und gehe weg und dann bitte ich dich in der Zeit, wo ich am Kreuz hänge, dann bitte passt du auf sie auf. Also der Herr Jesus ist der Schutz für die Gemeinde oder in diesem Fall noch für die 11 Aposteln. Genau. Warum diese Stellen? Ich wollte damit zeigen, wenn wir die Stiftshütte und diese Zeltplanen als Schutz verstehen, dann haben wir da einen guten biblischen Grund dafür, weil die Bibel versteht diese Zeltplan auch als Schutz für den Tempel. Was ich euch heute im Text her mitgeben möchte, der große Inhalt wird sein, Jesus Christus beschützt seinen Tempel und damit jeder, der im Tempel wohnt. Jeder, der Anteil hat an dem Tempel, den beschützt Jesus Christus. Was aber dieser Schutz bedeutet und dass es nicht nur einfach ein Schutz ist, der irgendwie vage im Raum steht, deswegen möchte ich den Text mit euch durchgehen, ein paar Aspekte davon anschauen und uns vor Augen malen, was die Bedeutung von diesem Schutz ist. Wie und auf welche Art und Weise beschützt Jesus diesen Tempel, seine Gemeinde, das Volk Gottes. Und dazu gehen wir zurück in unseren Ausgangstext in 2. Mose 26 und wollen den Vers 1 uns anschauen. In diesem Vers 1 werden uns vier Aspekte genannt, wie Jesus Christus das Zelt, wie Jesus Christus in diesem Zelt dargestellt wird als Schutz. Und zu jedem von diesen einzelnen Aspekten habe ich so eine Studie gemacht, was wir gerade gemacht haben. Ich werde die jetzt nicht jedes Mal bringen, weil sonst predige ich heute 3 Stunden. Sondern ich werde kurz die Bibelstellen ansagen. Wenn jemand das mitschreiben möchte, habt ihr die Möglichkeit. Sonst gehen wir einfach weiter. Genau, ich lese diesen Vers 1 nochmal. Und die Wohnung sollst du aus 10 Zeltbahnen machen, aus erstens gezwirntem Leinen. Jetzt habe ich heute keine Ahnung mehr, was gezwirnt ist. Die Lexikons haben es mir verraten, das sind einzelne Fasern von Leinen, die zusammengedreht werden, dann wird ein Faden draus. Ich vermute, dass jede ältere Hausfrau hier, die hier ist, mehr Ahnung hat, was gezwirnt ist wie ich. Das heißt, wenn es euch genau interessiert, dann fragt doch die Schwestern hier. Die erklären euch das ziemlich sicher besser, wie ich das kann. Aber was bedeutet diese Leinen? Leinen ist ein Stoff, wie man heute auch Leinenkleider anziehen kann. Und Leinen war auch die Plane. Es geht jetzt hier um diese weiße Plane, die ihr seht, die untere Plane, um die geht es jetzt. Was ist Leinen? Wie wird Leinen uns erklärt? In Offenbarung 19, Vers 8 wird beschrieben, dass Leinen für die Gerechtigkeit stehen.
Warum? Weil Leinen ein sehr luftiger Stoff ist und wenn ich schwitze, dann saugt es meinen Schweiß auf und ich schwitze vor allem nicht so schnell. Das ist der Aspekt. Ich schwitze nicht so schnell, weil es schön luftig ist. Vielleicht jetzt heute im November in Deutschland kein Thema, aber zur Zeit der Wüstenwanderung tatsächlich ein Thema gewesen. Und der Aspekt ist, der davon vermittelt werden soll, Gerechtigkeit bekomme ich nicht deswegen, weil ich was arbeite, weil ich schwitzen muss, sondern Gerechtigkeit bekomme ich deswegen, weil Jesus Christus gearbeitet hat. Und so ist der erste Aspekt, um den es geht. Jesus schützt seine Gemeinde darin, dass er Gerechtigkeit für sie gewirkt hat. Jesus Christus hat Gerechtigkeit für die Gemeinde gewirkt. Das heißt, er war in allem absolut sündlos und konnte von keinem angegriffen werden. Wir können uns das so vorstellen, wenn irgendjemand vor diesem Zelt steht, außerhalb davon, und er möchte die anklagen, die in diesem Zelt sind, und sagt, hey, schaut da, ich habe bei dem Ruben eine Sünde gesehen, dann sagt der Herr Jesus, ja, guck mal, was du übersehen hast, da ist eine Schutzdecke über den drüber. Da ist eine Schutzdecke drüber und das ist meine Gerechtigkeit. Und wenn du den Ruben anklagen willst, dann musst du zuerst mich anklagen. Und Jesus sagt, ich habe keine Sünde. Ihr werdet keine Sünde bei mir finden und ihr könnt mich nicht anklagen. Das heißt, der Schutz für die Leute, die in diesem Zelt wohnen, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Paulus fasst es so zusammen, ich lese aus Römer 8. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben. Ja, mehr noch, der auch auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt. Jesus Christus tritt für die Seinen ein. Für all die, die in diesem Zelt wohnen, die der Tempel Gottes sind, tritt Jesus Christus ein und sagt, meine Gerechtigkeit gilt euch. Und wenn euch jemand anklagen will, er soll es vergessen. Einfach aufhören, weil es funktioniert nicht. Es gibt keine Sünde, das ist der Schutz, den Jesus Christus gibt. Es gibt keine Sünde, die uns angreifen könnte, die uns trennen könnte oder aus diesem Tempel, aus diesem Zelt rausschmeißen könnte. Das ist ein Aspekt, wie Jesus Christus sein Volk bewahrt und auf sie Acht hat, weil er vollkommen gerecht ist. Ein zweiter Aspekt steht hier im Text, aus gezwirnten Leinen und voll Garnen von blauem und rotem Purpur. Blauer und roter Purpur. Das hatten wir heute schon, die Lydia. Was war die nochmal? Purpurhändlerin, genau. Wenn ich rausfinden möchte, für was steht Purpur, dann kann ich mir unter anderem die Lydia angucken und merke, die Lydia war nicht von schlechten Eltern, die war ziemlich reich. Das war der Aspekt, um den es in Apostelgeschichte geht. Und wenn ich es weiter untersuche, dann komme ich auf einen Ahasveros, das ist der König von Esther. Und da wird beschrieben, bei seinem Fest hat er das Fest unter anderem dekoriert mit Purpur. Oder ich sehe einen Hauptmann plötzlich, der wird mit Purpurkleidern beschrieben. Er hat Purpurkleider an. Oder ich sehe jemanden, der reich beschenkt wird, der mit Purpurkleidern kommt. Oder ich kann im Hohelied lesen, dass Purpur für Schönheit steht. Für was steht dieses Purpur? Warum hat der Heilige Geist inspiriert, dass an dieser Stelle Purpur stehen soll? Steht für was sehr, sehr Wertvolles, was sehr Majestätisches. Steht für Könige. Und das ist der zweite Aspekt. Jesus Christus ist der höchste König von allen. Er hat die höchste Majestät, er hat die höchste Macht, er ist der größte Kriegsführer der Welt. Er selber fragt von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus Christus schützt seine Gemeinde, indem dass er der König der Welt ist und dass er alle Macht hat. Ich habe mir vorgestellt in der Vorbereitung, wie soll ich euch das rüberbringen? Überlegt euch mal, Pragnheim ist nicht so gefährlich. Ich würde vielleicht euch bei Nacht durch die Bronx oder sowas laufen, Stadtrand von New York, der nicht unbedingt der sicherste ist. Und ich hätte einen Bodyguard, der wäre so, weiß ich nicht, so 1,50 und wiegt so wie ich nicht allzu viel.
Es wäre nicht so der gute Schutz, oder? Der vielleicht kommt dann der erste bisschen bulligere und der guckt ihn zwar mal komisch an und der läuft weg. Aber was wäre, wenn ich nicht mit so einem kleinen Steppke rumlaufen würde, sondern einen Klitschko dabei hätte? Oder ich weiß nicht, was es für alles für große, mächtige Männer gäbe. Wenn ich so einen neben mir stehen habe, das ist schon mal was ganz anderes, oder? Und jetzt sagt Jesus hier, ich bewache euch nicht durch einen Klitschko, sondern ich bewache euch durch meine eigene Macht. Und übrigens, ich habe alle Macht. Der Teufel meint, er könnte euch angreifen. Nein, ich habe den Teufel in Ketten gelegt. Der Teufel macht nur noch genau das, was ich möchte, sagt Jesus. Oder ich lese euch einen Text aus Johannes 10, wo es Jesus auch deutlich macht. Da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, größer wie Klitschko, größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und übrigens, ich und der Vater sind eins. Jesus sagt, mein Vater ist der Größte und ich und der Vater sind eins. Wir sind die Größten, wir sind die Mächtigsten, die es gibt. Es gibt nichts Gewaltigeres. Der Tod, der Teufel, die Sünde, das sind die stärksten Feinde. Da sagt Jesus, ich habe sie alle besiegt. Es gibt nichts Mächtigeres für mich. Ich werde euch beschützen und ich werde dafür sorgen, dass ihr in Ewigkeit nicht verloren gehen. Manche wollen hier einwenden und sagen, ja, da steht, dass keiner uns aus der Hand des Vaters reißen kann, aber wir können ja selber aus der Hand des Vaters gehen. Kann man sagen, aber das sagt der Text nicht. Ich lese den Vers 28 nochmal, das sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und jetzt steht hier, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das ist ein Versprechen, das Jesus gibt. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und dann ist es auch keine Debatte mehr, ob ein Christ selber sich lossagen kann oder nicht. Johannes 1, 1. Johannes 2, Vers 19. Genau, 1. Johannes 2, Vers 19 sagt, wer von der Gemeinde geht, der war nie Christ. Wer von der Gemeinde geht. Wir können es uns so vorstellen, der, der in diesem Zelt drin ist, da sagt Jesus, der ist absolut sicher, weil ich habe alle Macht. Aber es gibt Menschen, die stehen jahrelang neben diesem Zelt und sagen, ich gehöre dazu. Und die stehen vielleicht 20, 30 Jahre lang daneben. Und irgendwann gehen die und sagen, ich will nichts mehr mit christlichem Glauben zu tun haben. Und dann sagt Jesus, ja, du darfst gehen, du warst auch nie von mir. Auch wenn das immer so aussah und du immer neben dem Zelt gestanden hast, du warst nie drin. Aber die Botschaft des Evangeliums ist, der, der drin ist, so sagt es Jesus, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, weil ich habe alle Macht und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Botschaft des Purpurs, warum Gott Purpur in diese Plane mit einweben lässt. Ein dritter Aspekt neben Leinen und Purpur ist Karmesin. Was ist Karmesin? Wie finden wir es raus? Ich habe meine Konkordanz geschnappt, habe das Wort nachgeschlagen und ich lande in 2. Mose 16, Vers 20 und da steht, Würmer zerfressen Brot. Da geht es ums Manna. Da denke ich mir so, wo ist hier Karmesin? Da steht irgendwas von Würmern. Und dann lese ich ein Lexikon, ich suche weiter und finde immer wieder Würmer. Dann lese ich ein Lexikon und plötzlich steht da, Karmesin und Würmer sind das gleiche Wort im hebräischen Text. Hä? Karmesin und Würmer sind das gleiche Wort. Warum? Karmesin ist ein Farbstoff, ist ein roter Farbstoff, vielleicht wie dein Pulli so, also das Rot davon, ist ein roter Farbstoff, der aus Würmern heraus gewonnen wird. Ich habe es mir aufgeschrieben, das ist der, wo steht's? Karmesin, Kermesschildlaus. Also aus diesem wird das Karmesin gewonnen. Und da würden entweder die Würmer oder die Eier verarbeitet. Und dann habe ich diesen Farbstoff. Warum macht der Heilige Geist dieses Wort hier? Wenn wir es weiter untersuchen, Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin ein Wurm. Und zwar im Psalm 22, es ist dieser Psalm, der am Kreuz zitiert, ich lese den zweiten Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ein paar Verse weiter sagt er dann, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk,
Als sie mich sahen, spotteten sie über mich. Ihren Mund zerrissen sie und schüttelten ihren Kopf. Das Wurm, dieses Wort, wird auch verwendet, um die Leiden des Herrn Jesus zu beschreiben. Der Herr Jesus hat gelitten, wie der Wurm auch leiden muss, oder? Der Wurm muss leiden, damit am Schluss die Farbe rauskommen kann, damit am Schluss die Schönheit da sein kann. Und so musste der Herr Jesus leiden, um am Schluss zur Herrschaft zu kommen. Er kam auf diese Erde, musste leiden und am Schluss die Herrschaft zu übernehmen, um sein Volk zu bewahren. Und so schützt er sein Volk, so beschützt er alle, die in diesem Tempel sind. So kann er in Offenbarung sagen, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das hätte er nicht sagen können, wenn er nicht gestorben wäre. Und so sagt er aber, und ich war tot, aber jetzt lebe ich. Und jetzt habe ich die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Liebe Gemeinde, es gibt auf dieser Welt keinen einzigen Menschen, der stirbt, wenn es Jesus nicht möchte. Andersrum, es wird keiner sterben, wo es Jesus nicht möchte. Auch bei Corona. Manchmal haben wir doch echt verblüffende Nachrichten. Da wird von ganz fitten Menschen berichtet, die plötzlich an Corona sterben. Und dann wiederum alte Leute, wo wir eigentlich denken, ja, die sollten Schwierigkeiten mit haben, denen macht es plötzlich gar nichts aus. Woran liegt es? Weil Jesus sagt, und ich habe die Macht darüber. Und keiner von uns hier wird an Corona sterben, wenn Jesus es nicht zulässt. Und alle, die zu Jesus gehören, was ist dieser Tod? Es ist die Vollendung, oder? Es ist dann, dass wir als Gemeinde zu Jesus Christus kommen dürfen, endlich von dieser Erde wegkommen dürfen und bei Jesus sein dürfen. Und so sagt Jesus, ich habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und es wird nur der sterben, der ich möchte. So bewahrt der Herr Jesus seine Gemeinde. Dann als vierten Aspekt noch, hier sehen wir es auch auf dem Bild, sind die Cherubim mit eingewoben. Die Cherubim haben wir uns schon bei der Bundeslade angeschaut, deswegen möchte ich hier nur ganz kurz drauf eingehen. Cherubim sind Engel, wir kennen sie vermutlich von 1. Mose 3, Vers 24, der Engel mit dem flammenden Schwert, der vor dem Garten Eden steht und den bewacht. So sind quasi die Cherubim, sind die Bodyguards Gottes. Die tragen seinen Thron, Hesekiel 1, und sie bewachen Gott und achten darauf, dass nichts Unheiliges an Gott rankommt. Und Gott setzt diese Cherubim ein, um sie auch für die Gemeinde zu gebrauchen, um uns zu bewahren. In Hebräer 1 sagt es, die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil erben sollen. Gott, Jesus Christus, setzt Engel ein, um uns zu bewahren, um uns als Gemeinde zu schützen. Was haben wir? Wir haben also vier Aspekte hier, die ich herausgegriffen habe, wo Jesus Christus sagt uns, so bewahre ich meine Gemeinde. Mein Volk, mein Tempel ist dadurch bewahrt, erstens, weil ich absolut gerecht bin. Keiner kann sie anklagen. Zweitens, weil ich alle Macht habe. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Und drittens, weil ich die Macht des Todes habe, weil ich gestorben bin, sagt Jesus Christus. Deswegen seid ihr absolut sicher in meiner Hand. Und viertens, die Cherubim sind fast Nebensache. Ich sende auch meine Engel aus, um euch zu bewahren. Das sind vier Aspekte, die wir sehen, wie Jesus Christus seine Gemeinde bewahrt. Ich möchte noch kurz zu den anderen Planen was sagen. Es sind hier vier Zeltplanen. Man sieht es auf dem Bild nicht ganz so gut. Die anderen werde ich nur kurz anschneiden, weil ich glaube, das hier ist einer der Hauptaspekte. Auf diese Zeltplan, die wir uns jetzt angeschaut haben, die wunderbar schön ist in ihren Farben. Eigentlich ist die bunt. Hier ist sie jetzt weiß dargestellt. Ihr müsst vielleicht nachher nach dem Gottesdienst schon mal vorbeigucken. Da vorne mal euch das anschauen. Eigentlich eine wunderbar schöne Decke. Und es ist schön, oder? Diese Botschaft, dass Jesus Christus uns bewahrt, ist schön. Weil er trägt uns und er hält seine Hand über uns. Aber diese Decke wird durch eine Ziegenhaardecke abgedeckt. Was war Ziegenhaar? Ziegenhaar waren die ganz normalen Zeltplan, die damals verwendet wurden. Die Beduinen bis heute verwenden, wurden einfach Ziegenhaare verwoben und das wurde oben drauf gelegt. Warum bitte deckt Jesus Christus diese schöne Decke ab und verbirgt sich?
weil das eine Wahrheit weitergibt, die eigentlich traurig ist, aber die auch ernst und die tatsächlich einfach auch so ist. Er deckt es ab, weil die meisten Menschen diese Schönheit nicht sehen. Die allermeisten Menschen auf dieser Welt haben keine Ahnung, welche Schönheit der Herr Jesus Christus hat. Und es wird abgedeckt. Wir können diese zwei Decken, wenn ihr den Text nochmal lest, dann seht ihr da verschiedene Ellenangaben. Wenn die zusammenrechnet, dann merkt ihr, dass diese zweite Decke größer ist wie die erste Decke. Die erste Decke war 14 Meter auf 20 Meter und die ist jetzt 15 Meter auf 22 Meter ungefähr. Also sie deckt sie komplett ab und es wird nichts davon sichtbar. Und so ist der Jesus auf dieser Erde rumgelaufen, oder? Er ist rumgelaufen wie wir. Wenn er hier sitzen würde und sich nicht vorstellen würde, der wäre halt ein Unbekannter. Ein Gast, den hat vielleicht jemand mitgebracht, vielleicht doch nicht, aber er wird den Sitzen und nicht auffallen. Und so ist der Jesus Christus in dieser Welt umhergelaufen. Johannes 1 steht dann geschrieben, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So sagt der Herr Jesus, so habe ich auf dieser Welt gelebt und die Menschen haben es nicht gesehen. Ich habe meine Herrschaft ausgeübt, ich habe Zeichen getan, ich bin gestorben, ich bin auferstanden. Und die ganzen Juden und die Pharisäer damals, die haben das alles mitbekommen. Die haben sogar dieses Grab versiegelt, um zu beweisen, dass er nicht auferstehen kann. Und dann war es nachher der Beweis, dass er doch auferstanden ist. Und sie kamen nicht zum Glauben. In Apostelgeschichte 1 lesen wir dann von 120 Leuten, die bei Jesus waren. Das war die Ausbeute von Jesus Christus auf dieser Welt. Vielleicht noch ein paar in den 10-Stämme-Gebiet und so, aber nicht viele. Die allermeisten Menschen haben ihn gesehen und haben nicht an ihn geglaubt. Und es ist heute nicht anders, oder? Wenn wir heute hier ins Zaburger schauen, wenn ich mal an meine alten Klassenkameraden schaue, manche davon haben mit mir Jungschar gemacht. Weder ich noch sie waren damals wirklich Christen. Wir haben Bibel mehr schlecht als recht gelesen, haben irgendwelche Geschichten weiter erzählt. Und heute schaue ich mir das Leben von meinen ehemaligen Freunden an. Heute haben wir uns auseinandergelebt. Leben die einfach Jahre vor der Ehe mit ihrer Freundin zusammen. Was ist das ein christliches Verhalten? Ist das nicht vielmehr eine schlechte Frucht von einem schlechten Baum? Wie ist es mit Bekannten von uns? Wie ist es in den großen Kirchen, wo liberale Pastoren, Pfarrer sind, die Bibel vorne und hinter auseinandernehmen, dann hat Paulus plötzlich einen Epheserbrief nicht mehr geschrieben und Johannes hat kein Johannesevangelium mehr geschrieben, sondern andere. Da sitzen Massen an Leute drin. Und ich will den Einzelnen nicht beurteilen, aber wie viele Menschen gucken sich dieses Zelt ein Leben lang an und sehen die Schönheit nicht? Schauen sich ein Leben lang Jesus Christus an und sehen die Schönheit nicht? Und wie ist es hier in der Gemeinde? Ich kenne euch alle so gut wie gar nicht. Der Jesus Christus kennt euch. Wer ist hier in der Gemeinde seit Jahren und schaut sich immer wieder das Zelt an oder schaut sich Jesus Christus an und erkennt die Schönheit nicht, hat die Augen dafür nicht geöffnet und kann es nicht sehen? Was ist das Problem? Das Problem ist, man steht außerhalb. Man steht nicht im Zelt, sondern man steht außerhalb. Und von außen gibt es nur diesen komischen Ziegenhaarteppich. Ich habe mir das auch, um das euch nochmal zu veranschaulichen, gedacht, ihr kennt mein Hemd nicht, oder? Ihr seht vielleicht den Kragen, aber ihr kennt mein Hemd nicht. Wenn ich jetzt den Pulli ausziehe, das war meine Strategie, falls mir zu warm wird, dann seht ihr mein Hemd. Ich habe das geschenkt bekommen und ich dachte, es ist gar nicht so schlecht. Mir gefällt es gut, ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Aber was ihr nicht seht, ist mir aufgefallen vor ein paar Wochen, das weiß ich schon nicht mehr. Was steht da? Da steht irgendein großer Designer hinter drin. Also es ist ein Designerhemd, habe ich geschenkt bekommen. Lagerfeld, ich glaube Lagerfeld steht hinten drin. Ich vermute, es ist teuer, ich habe keine Ahnung. Man sieht es nicht, oder? Wenn ich einen Pulli drüber habe, dann sieht man das nicht. Dann sieht man nicht diesen Wert von dem Hemd. Gut, ich habe auch so keine Ahnung. Ich bin quasi jemand, der das Zelt von außen anschaut. So schaue ich das Hemd an und habe keine Ahnung davon. Und so gucken Menschen den Herrn Jesus an.
und haben keine Ahnung, wer er ist, haben keine Ahnung von seiner Macht und von seiner Herrschaft, von seinem Erlösungswerk, von seinem Tod, von seiner Auferstehung, von seinem Evangelium, haben keine Ahnung davon. Wir aber als Gemeinde haben einen Auftrag, die Menschen hineinzubitten in das Zelt. Wenn wir in diesem Bild bleiben, wir dürfen Menschen, die draußen stehen, die vielleicht heute hier sitzen, euch darf ich einladen, die, wenn ihr aber eure Nachbarn sind, wenn es eure Arbeitskollegen sind, wenn es wer auch immer ist, vielleicht eure Kinder, ihr dürft sie hineinbitten. Es ist nicht, dass wir Menschen hineinschieben und hineindrücken, sondern wir bitten sie hinein. Sie stehen davor und wir sagen, hey, lass dich einladen, komm zu Jesus Christus. Und so darf ich dich heute einladen, wenn du merkst, ich stehe nicht in diesem Zelt, ich habe keinen Anteil daran, ich darf dich einladen, reinzukommen. Die Schönheit, diesen schönen Teppich, siehst du nur von innen. So bitte den Herrn Jesus, dass er dich reinlässt und dass er dir die Augen für diese Schönheit öffnet. Die Frage, ob du drin bist oder nicht, ist natürlich eine Frage der Heilsgewissheit. Und wir können es ja auch so runterbrechen. Hast du Freude daran, die Schönheit Jesu Christi zu sehen? Oder denkst du, dieser Ruben fantasiert hier rum, dem ist langweilig, der hat keine Lust zum Arbeiten, deswegen geht er auf die Bibelschule und dann guckt er die ganze Zeit in seine Bibel rein und erzählt irgendwelche komischen Sachen. Und ich tue es, als ob es mich interessieren würde, weil es ist ja Gottesdienst. Ich überspitze natürlich, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oder habt ihr Freude daran, den Herrn Jesus Christus zu sehen? Und das, wenn wir Freude daran haben, an dieser Schönheit des Herrn Jesus, dann ist das das beste Zeichen dafür, dass wir zum Herrn Jesus gehören und dass wir unter seiner Hand sind, dass er sich über uns gelegt hat. Und damit fasse ich zusammen, dass er uns bewahrt durch seine Gerechtigkeit, dass er uns bewahrt durch seine Herrschaft, das war der Purpur, dass er uns bewahrt durch sein Blut, das Karmesin, und durch seine Engel. Der Herr Jesus bewahrt uns und die, die zu ihm gehören, die haben einen wunderbaren, herrlichen Herrn Jesus und dürfen sich sicher sein durch Corona, und das ist ein ganz kleines Problem für Jesus Christus, uns durchtragen, durch all die Probleme, die wir auf dieser Welt haben. Was nicht heißt, dass es einfach wird, aber das Endziel ist klar, das ist die Rettung unserer Seelen. Amen. Thank you.